In unserer Reihe, was könnte man spielen bei, machen wir heute weiter mit Tausend und eine Nacht. Das ist auch so ein typischer Coverband-Song, der am späten Abend eigentlich in fast jeder Band gespielt wird, gefühlt. Und auch, also ich habe den sehr spät gespielt in meiner Karriere tatsächlich, nicht direkt am Anfang. Aber lasst uns mal drüber sprechen. Ich habe hier einen Gig-Performer, ich werde das auch irgendwann nochmal auf den anderen Keys zeigen, also Kronos, MODX, Roland Phantom, Nordstage. Aber hier ist das, glaube ich, ganz gut zum Sehen. Ich habe hier zwei Soundsets insgesamt, eins fürs Intro. Und zwar mache ich es mir da relativ einfach und habe die Chords auf einzelne Tasten gelegt. Das sieht dann so aus. Und in Wirklichkeit wird das folgendermaßen gespielt. Spiele ich jetzt mit einem anderen Sound, weil ich das natürlich so nicht programmiert habe. Der Sound ist so ein Mix aus Fläche und ich würde sagen, eine sehr dumpfe Orgel mit einem Filter drüber. Was da damals benutzt worden ist, ist mir tatsächlich egal. Ich komme mit dem Sound gut klar und der Wiedererkennungswert ist da. Wobei manche das tatsächlich auch mit verdammt, ich lieb dich verwechseln, beziehungsweise andersrum, weil meine Sounds da sehr ähnlich sind. Über das Thema, welche Synths sind benutzt worden, was benutze ich da, sprechen wir mal in einem anderen Video, würde ich mal sagen, fällt mir gerade so auf. So, und dann geht das munter weiter und dann gibt es diese Bridge und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu spielen. Die Akkorde könnte man komplett spielen, das würde dann in etwa so aussehen. Aber auch an der Stelle habe ich es mir tatsächlich einfach gemacht. Ich bin faul, wie ihr seht. Ich habe mir das wieder auf die Akkorde gelegt, auf einzelne Tasten gelegt, die ganzen Chords. Weil ich das früher am Kronos aus Platzmangel habe ich mir das auf die Pads gelegt an der Stelle. Und weil der Akkord tatsächlich nicht nur ein Akkord ist, sondern über mehrere Oktaven bei mir läuft, da ist noch eine leichte Fläche hinter. Viel spannender ist tatsächlich die rechte Hand. Was mache ich in der rechten Hand? Das ist im Original so ein Sequenzer-Ding. Und ich habe es tatsächlich auch noch nie live von denen gehört. Also wenn die das live gespielt haben, kam das meiner Meinung nach tatsächlich immer vom Band. Wenn es jemand anders weiß, kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich mich auch über ein Belegvideo freuen, wo man das auch wirklich hört. Was ich da am Anfang gemacht habe, ist, ich habe da so eine halbe, ja, ich habe das nur mit Piano gespielt und dann irgendwie in dieser Art. Ich denke, damit macht man für den Anfang und für den Einstieg nichts falsch. Der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall durch den Text da und ich glaube tatsächlich, auf dieses Original-Synthriff hört man gar nicht so. In der nächsten Runde habe ich es dann folgendermaßen gespielt. Und mittlerweile spiele ich es noch mehr am Original, glaube ich. Ich denke, da bin ich fast nah dran. Das sieht dann so aus. Und dann geht's in den Refrain rüber, dann kommt einmal das Glissando darüber. Dann die Strophe, die auch über Solo nachher läuft. Nagelt mich jetzt nicht auf den letzten Akkord fest, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber sowas kann man da spielen. So soundmäßig ist man da mit dem Klavier auf jeden Fall gut unterwegs. Ich habe im unteren Bereich noch eine Fläche mit runter, um es ein bisschen schöner zu gestalten. Da kann man tatsächlich auch ein bisschen E-Piano mit reinnehmen. Ist auch Geschmackssache, wie nah man sich da im Original aufhält. Ich glaube tatsächlich, bei dem Song ist das gerade in Strophe und so weiter, eigentlich ist das überhaupt nicht so mega relevant. Da singt sowieso jeder mit, das ist am späten Abend, da ist viel Alkohol im Spiel im normalen Fall und
da achtet auch die Musikerpolizei irgendwann nicht mehr auf den Keyboarder. Also das sind so die Sachen, die man da spielen kann. Sound im Intro hatten wir gerade gesprochen. Für dieses Riff oben würde ich auf jeden Fall ein Delay benutzen. Da ist im Original tatsächlich auch ein Delay drin. Vielleicht ist das Delay auch programmiert im Sequencer, das weiß ich nicht genau. Aber vom Sound her ist das leicht delayig und da macht es dann auch Sinn, entweder mit Klick zu spielen oder möglichst nah am Klick dran zu sein. Das ist das, was ich dabei mache. Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr den Song schon? Was macht ihr da? Was macht ihr da anders? Ja, ich habe es in unterschiedlichen Bands gespielt und bisher hat sich keiner beschwert, egal welche Variante ich gespielt habe.